Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Motze und Co. Ja, wir sind in Folge 976 und stehen vor der ersten Mod. Jetzt sagt ihr ein Farmhaus. Nein, genau das ist es eben nicht. Ich zeige euch den Spaß diesmal einfach mal zuerst. Mal ganz was anderes, nämlich kein Farmhaus, wie ihr seht. Ne? Wenn wir unter Produktion gucken, ganz am Ende gehen auch so nichts. Ne? Gewächshäuser, Plantagen, Generatoren. Nichts zu finden. Ne? Da muss man ein bisschen durchschalten. Dann sieht man bei Tools plötzlich, und ich habe mich auch gewundert, Tools waren da, aber da findet ihr das Ganze dann. Das ist nämlich ein Mehrfamilien-Mietobjekt und das ist die Mieteinnahmen, die ihr jeden Monat kriegt. Deswegen hätte ich es wahrscheinlich eher unter Generatoren irgendwie sowas erwartet oder irgendwie sowas in der Richtung, aber es steht jetzt hier unter Tools halt und ja, wenn ihr sucht, da findet ihr das Ganze und liegt bei 1.550.000. Das heißt, es muss schon einige Monate ins Land ziehen, bevor ihr das Ganze dann wieder raus habt, was ja in echt natürlich auch so wäre. Deswegen gar kein Ding. Und ja, so sieht's aus. Ein schönes, großes Haus, sehr schön gemacht mit Parkplätzen für sechs Parteien sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob da sechs Parteien drin sind. Wir haben hier fünf Briefkästen, so wie es aussieht. Ne? Ich weiß gar nicht, kann man hier rein? Ja, kann man. Ich weiß nicht, was hier unten ist. Wahrscheinlich elektrischer Betriebsraum. Und hier geht es schon in einen Wohnungspart rein. Da seht ihr mit ein bisschen Bürogeschichten. Mal gucken, ob wir auch irgendwie hier mal Tür schließen. Eher Beleuchtung anmachen. Also so, ne? Schöne Hängelampen, ne? Sehr schön gemacht. Auch mit Verkabelung, mit allem drum und dran. Hier eine kleine Küchengeschichte, Essgeschichte, also eine kleine Einmannwohnung sozusagen. Schlafzimmer, kleines Büro und hier noch ein Badezimmer. Ja, schöne kleine Wohnung. Ne? Das gleiche finden wir wahrscheinlich denn hier auch, bloß eine spiegelverkehrte Variante. Ja, ein bisschen anders aufgebaut. Die ist ein bisschen größer, die hat auch eine Terrasse. Geht hier auch nochmal ins Schlafzimmer. Hier wahrscheinlich auch das Badezimmer. Ja, richtig geraten. Ja, und so geht es dann wahrscheinlich oben auch weiter. Wir marschieren einfach mal hin, gucken einfach mal, was wir hier noch so Schönes haben. Hier ist immer so ein Putzbetriebsraum, gibt hier was. Kann man in den Putzraum rein? Nö. Ne? Hier dementsprechend auch. Kurz gerade Fußball geguckt. Mit Balkon. Badezimmer. Ne? Und hier geht es halt dementsprechend dann in verschiedenste Räume weiter. Und dann geht es auch mal nach oben. Und damit in den letzten Wohnpart, wo so wie es aussieht. Das ist ja mehr so ein bisschen die größere Penthouse-Wohnung hier. Schönes großes Wohnzimmer. Schlafzimmer. Balkon schön mit Grill auf der Seite hier, hat doch was. Da sieht man noch die Büroecke, die ich jetzt von der anderen Seite nicht gezeigt hatte. Hier ist nochmal ein großes Schlafzimmer. Das vorhin war nur mit einem Bett. Hier geht der Balkon so nicht auf. Hier ist nochmal ein Badezimmer mit drinne. Also ja, das ist dann schon die bisschen größere Wohnungsvariante. Aber wie gesagt, alles sehr schön gemacht, sehr detailliert gemacht und also eine sehr schöne Mod, kann man nicht anders sagen. Also finde ich schon echt gut. Und ja, da muss man ein bisschen was für investieren und dann kann man sich das als Mietobjekt hinstellen dann. Ne? Schönes Ding. Hat was. So, ich mache erstmal die Hilfe wieder aus. Wir hüpfen einfach mal eine Runde und landen dann. Ah, wo haben wir ihn? Da, genau. Landen bei diesem kleinen John Deere, weil das ist die nächste Mod, die ich euch vorstelle. Es ist die R5-Serie. Man sieht hier schön mit IC-Control auch für die Roleplay-Jungs, sprich also und Mädels natürlich. Und alle anderen und ja, ne, von außen schön zu bedienen. Zubehör ohne Ende, also von Hupen über Zusatzlämpchen, über Kühlerfiguren, über verchromte Sachen hier und extra Sachen da. Und ne, das ist halt der John Deere Frontpart, den ich hier, ne, Frontlader mit drin hat. Mit allen drum und dran, was ich so vorstellen kann. Also sehr schön gemacht. Ne? Sehr schönes Gerät. Können wir uns auch dementsprechend mal gleich im Shop angucken. Da seht ihr es dann nämlich auch. Da habt ihr auch kurz schon die nächste Mod gesehen. Ja, Konfiguration vorne haben wir natürlich bis zu einer Tonne Gewicht. Das in mehreren Stufen oder die Fronthydraulik, Motor
ist halt 92, 82 oder 100 PS. Wir haben die Reifenvarianten, müssen wir zum Durchwählen. Seht ihr, ne? Durchwählen ist gut. Ihr habt halt Standard- und Breitbereifung. Was ich hier vermisst hätte, vielleicht gibt es das von einem anderen Hersteller, müssen wir mal gucken. Ja, Fliegebereifung ist von Trelleborg, das passt doch wieder. Sehr schön. Front Fender sagen ja, nein, ob wir jetzt Rundumleuchten haben wollen, ne, ob jetzt nur links oder beide halt dementsprechend. Wir können Haubenschutz auch kriegen, die hatte ich jetzt nicht davor gemacht, um mal eine Optik ein bisschen freizulassen. Dann ein bisschen runterscrollen, dann haben wir, ne, Haubenschild hatte ich schon. Dachfenster ja oder nein, so kann man auch so aussehen, also sehr schön gemacht. Auch das kann man extra setzen. Werkzeugkasten kann man hier noch setzen. Das ist halt die Kühlerfigur. Man kann hier noch eine Chromgeschichte rumsetzen um den Auspuff. Andere Accessoires setzen, ne, wie Hupengeschichten und sowas. So geht natürlich auch alles. Und die Frontbau ist halt entweder Quicke, Stoll oder John Deere oder Tour 12B steht da noch. Ja, also wie gesagt, sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man hier so raus machen kann. Ich hüpfe einfach eine Runde rein. Wir machen den üblichen Lichttest. Das ist Standardlicht. Das ist das Licht hinten, Arbeitslicht und dann vorne die Zusatzlichter. Vor allem auch noch mit welchen, die zur Seite gesetzt sind. Also auch das sehr schön gemacht. Dann machen wir noch mal was anderes, nämlich das hier. Ja, noch eine schöne Hupe mit dabei. Wir haben Rundumleuchten, die freuen sich vor sich hin, blitzen vorne mit Strobos noch im Kühlerbereich. Deswegen habe ich auch den Schutz vorne weggelassen. Wir haben hier noch den Blinkerpart, der funktioniert einmal frei. Hier noch die schönen alten großen Rückleuchten. Ne, sehr schön gemacht. Wenn wir dementsprechend reingucken, Licht anmachen, passiert so nicht so super viel. Wir haben ein so ein Standardlicht, was angeht. Wir machen das den Motor an, da sehen wir die ganzen Kontrollleuchten aufgehen. Und dann haben wir auch noch mal hier nur das Standardlicht, weil es ja nicht das neueste Modell ist, aber der Armaturenbereich vorne, der ist noch mal extra beleuchtet dann. Ne? So, dann mache ich hier mal die Simple IC-Geschichte an. Da seht ihr schon, wir können hier die Türen dementsprechend öffnen. Das haben wir von außen auch schon erlebt. Das war ja auch von außen zu erreichen. Hier die ganz normalen Zündgeschichten, die Blinker- und Lichtgeschichten sind hier zu machen. Ich habe jetzt hier noch die Heckscheibe zu öffnen. Die Seitenscheiben bleiben so. Radios noch zu steuern. Und wir können das Dach zwar reinsetzen, aber das Dach hat jetzt leider keine Steuerung. Also ich kann es jetzt leider nicht aufmachen. Wahrscheinlich, weil es nachträglich gesetzt wird, ist das vielleicht nicht zu machen. Obwohl, ich habe auch schon Sachen gehabt, die haben die Kabine ja oder nein gehabt mit der Kabine, ob man eine haben möchte oder nicht bei älteren Traktoren und dann konnte man da auch noch bitte die Elemente setzen. Aber hier ist die eine einzigste, was jetzt mir auf Anhieb sagt, was fehlt, sonst ist da echt alles drin in einem guten Stück hier. So, das aus, das auch aus, den Motor nochmal wieder aus und dann fahre ich nochmal frisch an und drehen wir dann nochmal eine Runde mit. So, und so parke ich hier mit ihm. Und ich bin nicht ohne Grund auf dem Feld gefahren, weil ich habe hier die nächste Mod hingepackt. Genau, nämlich die letzte Mod für heute ist nämlich ein Eicher. Da haben wir Eicher Kombi. Ne? Läuft dann als hier mit Holzboden-Variante. Ihr seht schön die Spanngurte, die ich hier setzen kann. Auch den gucken wir uns mal zuerst im Shop an, weil da waren wir gerade auch schon kurz zu sehen. Da seht ihr, das ist der G220. Lässt sich alles so mit transportieren. Ne? 20 km/h, 2.500 Liter. Geht so rein bei der normalen Ladefläche. Ich zeige dir jetzt mal ein bisschen aus der Schräge, weil wir können die auch vorne ohne kriegen als Gesamtplattform, ganz ohne Plattform, ne? Das lässt sich machen. Und man kann, deswegen habe ich es auch von schräg oben jetzt gezeigt, auch Metallboden reinkriegen statt den Holzboden. Man kann den Bügel noch machen, den fand ich optisch jetzt nicht so den Hammer. Und man kann hier auch nochmal eine restauriert Farbe draus machen, genau wie da auch, dann wirkt er noch ein Tick älter. 22 PS, 20 km/h. Und wie gesagt, 2.500 Liter mit zu transportieren für Dings für 6.800 Euro in dem Fall hier. So, ich hüpfe mal eine Runde rein. Wenn wir jetzt hier die Cockpit-Geschichte machen, dann sehen wir, da passiert nicht so sonderlich viel. Wenn ich den Motor anmache, dann haben wir auch hier, na, komm her, Hebelgeschichten, aber es bewegt sich halt nicht so viel, was die Anzeigen angeht. Ich mache jetzt hier nochmal die Lichtversion, ne? Das sind leider nur diese beiden kleinen Strahler da, mit denen sieht man überhaupt nichts, aber mit denen hier vorne
sieht man dann dementsprechend was. Auch hinten die Rücklichter funktionieren. Wir blinken dementsprechend hinten. Das machen wir oben auch über den Fender-Part. Da sieht man das ein bisschen deutlicher. Das andere Licht war halt sehr, ja, ne, sehr gedämmt, sag ich mal so. Ne? Gedimmt, das können wir auch sogar sagen. Ja, ich mache den Motor jetzt noch mal einmal an und drehe damit eine Runde und dann zeige ich euch noch mal den Abkippmechanismus. Man fährt soweit einwandfrei. So, ich fahre hier mal ran und los geht's. Ah, ich mache noch mal von vorne. Zeige euch das natürlich dann lieber hier, dass ihr auch die Entriegelung seht. Da sieht man schön die Entriegelung. Dann geht das Ganze hier über den Seitenhub hier nach oben, das Ganze. Sehr schöne Geschichte. Man sieht von unten jetzt hier auch die Holzgeschichte. Sehr schön gemacht. Der verriegelt auch wieder rückwärts. Wie ihr seht, fährt er nur 5 km/h. Das ist natürlich nicht unbedingt so der Flitzer. Bremsleuchten funktionieren aber. Rückfahrleuchten haben wir aber sonst so keine. So. Und dann steige ich dementsprechend hier jetzt einmal aus. So. Und dann seht ihr die beiden Kollegen hier nämlich schon. So sehen sie dann aus und so machen wir auch das Schlussbild. Genau. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Das war es nämlich schon für heute. So schnell geht's. Ich würde mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Ich würde mich sehr über einen passenden Daumen freuen, wenn es euch dementsprechend gefallen hat. Und lasst gerne im Kommentarbereich, ne, wenn euch was einfällt, ihr meint, habt noch irgendwas beizutragen. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen oder sowas. Schreibt es gerne im Kommentarbereich rein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich dann eine weitere Runde unterstützt. Und ja, sagt einfach mal bis zum nächsten Mal.